Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zum letzten Part von Schlag den Raab / Schlag den Star. Das ist der fünfte Part dieses Let's Plays. Herzlich willkommen zu Schlag den Star. Und Elton begrüßt uns auch schon. Der sieht etwas realistischer aus in dem Game. Und die große Neuerung dazu, kann ich euch sagen, es muss nicht mehr nur mit Joy-Con gespielt werden, sondern kann auch mit dem Controller, zum Beispiel mit dem Nintendo Switch Pro Controller gespielt werden. Wir gucken gleich mal rein. Wir werden hier, wie immer in diesem Let's Play, eine komplette Show durchspielen. Und was auch noch toll ist, man kann zu zweit gegen CPUs spielen. Man kann zu zweit gegeneinander spielen oder was auch immer man gerne will. Wir nehmen hier Maria. Geh in Deckung und gib dich am besten gleichgeschlagen. Alles paletti. Gegen den Computer. Und unser Gegner wird sein Michael. Das ist die CPU. Und eine ganze Show wird hier gespielt. Ich freue mich sehr darauf. Grafisch ist es natürlich das beste Game. Es ist auch das neueste Game. Kostet derzeit um die 30 Euro. Und wir beginnen mit Schlag den Star, die zweite. Mal sehen, welche Stars sich heute bereit machen für das Match. Und nun gleich zum ersten Spiel des Abends. Ja, Elton, berichte mal, was ist Spiel 1? Karaton. Jeder hat 6 Kartons vor sich aufgestapelt. Der oberste und unterste ist in der jeweiligen Teamfarbe markiert. Es müssen nun die jeweils dazwischenliegenden Kartons herausgeschlagen werden, ohne dass der Turm umkippt. Passiert dies oder werden 2 oder mehr Kartons gleichzeitig herausgeschlagen, muss der Turm wieder komplett neu aufgebaut werden und es geht direkt weiter. Wer als erster nur noch die beiden farbigen Kartons aufeinander zu liegen hat, bekommt einen Punkt. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wir setzen fort. Er erklärt's nochmal. Karton, das ist eins meiner Lieblingsspiele. Ihr müsst die Kartons, die ihr hier vor euch seht, so wegschlagen, dass am Ende der oberste auf den untersten liegt. Wenn ihr die richtigen Kartons weggeboxt habt, dann stoppt die Runde auch für euren Gegner. Mhm. Aber wenn ihr bei euren Schlägen die Kartons vom Tisch stoßt, müsst ihr den Stapel wieder aufbauen und von vorne anfangen. Das ist der schwierige Teil des Spiels. Alles klar? Ja, wir probieren's. Jetzt kann's losgehen. Das kriege ich hin. Der Typ sieht aus wie ein junger Lothar Matthäus. Ah, okay. Wir starten so. Ah, wir müssen möglichst hart zuschlagen. Er hat schon den ersten. Bis ich das gecheckt habe. So ist richtig. Jetzt habe ich's. Gut. 1:1. Zwei zu eins. Zu Beginn wusste ich gar nicht so recht, was ich machen sollte. Mittlerweile ist es mir klar.
Und das scheint ein leichtes Spiel zu sein. Wenn man den Dreh raus hat. Ja, 4 zu 1. Da wird der liebe Michael wohl das Nachsehen haben. So leid es mir auch tut. Und das ist das 5 zu 1, lieber Michael. Tut mir leid. Das erste Spiel geht an mich. Mal wieder Luft holen nach der ganzen Ausbildung. Es steht 1 zu 0 zwischen Maria und Michael. Und lass uns doch gleich mal das zweite Spiel ansehen. Zeitzonen. Ihr seht eine Weltkarte, auf der die Zeitzonen eingezeichnet sind. Diese wird dauerhaft eingeblendet. Ihr bekommt dann eine Uhrzeit an einem Ort genannt und sollt dann sagen, wie spät es an einem anderen Ort ist. Wer meint, die korrekte Uhrzeit zu kennen, drückt einfach sein Buzzer. In diesem Spiel geht es um Zeitzonen. Auf dieser Weltkarte sind alle Zeitzonen eingezeichnet. Wir können sie anhand der Farben unterscheiden. Die gestreiften Bereiche sind Sonderbereiche, die zwischen zwei Zeitzonen liegen, sich also um eine halbe Stunde, nicht eine ganze Stunde unterscheiden. Ich sage euch gleich, wie spät es an einem Ort ist, und ihr müsst mir sagen, wie spät es an einem anderen ist. Und zwar im 24-Stunden-Format. Also für nachmittags um 3 sagt ihr 15 Uhr. Wenn das stimmt, bekommt ihr einen Punkt. Wenn nicht, geht der Punkt an den Gegner. Wer nach 10 Runden vorne liegt, gewinnt. 10 Runden? Der Gleichstand wird immer um eine Runde verlängert. Seid ihr Alter bereit? Alter Schwede. Wann geht's los? Können wir endlich anfangen? Mit dieser Frage fangen wir an. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen. Oh, da muss man auch wissen, wo das ist, ne? Istanbul. Wo ist Dhaka? Weiß es nicht, wir lassen ihm den Vortritt. Klingt ein bisschen so pakistanisch, muss ich sagen, aber sicher bin ich mir nicht. Ich hätte mir das nicht annähernd so schwer vorgestellt. Ich mir auch nicht. Wusste er's? Das ist richtig Wahnsinn. Schon läuft. Ach nee. Der feiert sich. Frage Nummer 2. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen. Nur. Hey nur. Los Angeles. Ist 8. New York City ist. Das ist die Frage. Hier kann man 5 früher. Nee, was mache ich denn? Er bekommt den Punkt. Er hat falsch gedrückt. Frage Nummer 3. Ihr müsst nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Ist doch das Gleiche. Dankeschön. Ein geschenkter Punkt. Und das stimmt. Bisschen Mathe, bisschen Glück. Schon läuft's. Yeah! Frage Nummer 4. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausmachen. Singapur ist. Boah. Wahrscheinlich 8, ne? Glasgow ist 0.
Ist 3.45 Uhr. Und das ist korrekt. Bisschen Mathe. Sehr schön. Schon läuft. So macht das Spaß. Also was die Entwickler immer noch nicht hinbekommen haben, ist, dass die mal die Mund-Synchronizität schaffen. Keine Ahnung, warum nicht. Ankara, Jakarta. Jakarta ist plus 9 wahrscheinlich. Ja, plus 2, 7 Stunden, dann ist es 8.45 Uhr. Nee, schlecht. Das stimmt nicht. Jetzt bekommt Michael den Punkt. Das war jetzt richtig Mist. Ja, das kannst du wohl laut sagen. So, Frage Nummer 6. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Mailand, Algier, das ist, glaube ich, gleich. Ich meine, das ist gleiches. 21.30 Uhr, ich mag diese Fragen. Ja, korrekt. 3 zu 3. Spannender könnte man es nicht machen. Finden, Zeit berechnen, so einfach ist das. Das kann ich. Frage Nummer 7. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen... Sankt Petersburg und Helsinki. Helsinki ist eins davor, also ist es dort 9. Entweder gleich, aber ich muss jetzt hier ein bisschen riskieren. Und das ist korrekt. Jetzt kann ich den Sack zumachen, indem ich noch einen Punkt gewinne. Das war sensationell gut. Ja, lob dich selbst. Eigenlob stinkt. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeiten. Alexandria ist plus 2 wahrscheinlich, ne? Und Santiago de Chile minus 5. Wir lassen ihn mal machen. Hier geht es nicht unbedingt um Schnelligkeit. Das kann auch mal ein strategisches Spiel sein, denn wir wissen ja, er muss jetzt was für den Sieg tun, also wenn er noch gewinnen will. Und wenn er das richtig hat, ich meine, wenn wir es falsch haben, dann schenken wir ihm sowieso einen Punkt. Also wieso lassen wir ihn das nicht selber falsch machen? Er drückt. Und es war korrekt. Jetzt gibt es einen Showdown. Das kann ich. Frage Nummer 9. Wir müssen nur die Differenz zwischen beiden Zeitzonen ausrechnen. Santiago de Chile und Seattle. Noch ist nicht aller Tage Abend. Müssten 5 Stunden davor sein. 16:30. Nein! Habe ich sie ihm geschenkt? Das stimmt nicht, aber Mathe war auch nicht mein Lieblingsfach, Team Rot. Ach nö. Ach schade. Ein bisschen enttäuschend für mich, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Aber wir machen weiter.
Nach dem zweiten Spiel sieht es folgendermaßen aus. Michael führt mit 2:1. Der Applaus ist sehr verhalten. Und wir kommen zu Spiel 3. Ball, Ball. In der Mitte des Spielfeldes liegt ein Basketball. Dieser muss durch das Bewerfen mit Tennisbällen in die Zone des Gegners gerollt werden. Der Basketball darf nicht auf andere Art bewegt werden und ihr dürft nicht eure Zonen verlassen. Gucken wir mal. Ball-Ball heißt unser nächstes Spiel. Ihr werft gleichzeitig mit euren Tennisbällen auf den Basketball. Wer den Ball über die Linie des Gegners rollen lässt, gewinnt den Durchgang. Wer als erstes 5 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Theoretisch ganz simpel. So sieht's aus. Praktisch aber nicht ohne. Können wir endlich anfangen? Ja, bitte. Das Spiel sieht schwer aus. Oh, hast du Schiss? Spielen wir Ball-Ball? Oh, das geht schon los. Okay. Hey. Dürfen den nicht verlieren. Also wir müssen den Basketball in die andere Hälfte schieben. So, und jetzt steht es 1:0, meine ich. Genau. War hier schon kurz daneben. Gut. Es ist das 2:0 und ich muss sagen, diese Spiele hier gehen, glaube ich, gar nicht mal so lang wie im ersten Schlag den Star Game. Man kann hier, wie gesagt, auch mit dem Pro Controller spielen, anstatt nur mit den Joy-Cons, die halt echt nicht immer so genau tracken. Das ist zumindest meine Erfahrung. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Erfahrung ihr mit den Joy-Cons gemacht habt. Und somit ist das Spiel bereits jetzt gewonnen. Es hat ja nicht mal eine Minute gedauert. Und es steht 4:2 für uns. Das ist toll. Hier beginnen Spiel 4, Länderumrisse, und das ist etwas, das hat uns schon oft verfolgt. Es hat mit Geografie zu tun. Nach und nach baut sich der Umriss eines Landes auf. Wer meint, das gesuchte Land zu erkennen, drückt den Buzzer und gibt seine Antwort. Für jede korrekte Antwort gibt es einen Punkt. Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach dem Buzzern habt ihr 10 Sekunden Zeit, die Antwort auszuwählen. Ich erkläre mal kurz das Spiel. Ihr seht gleich den Umriss eines Landes. Wer drückt, hat einen Moment Zeit für die Antwort. Ist sie richtig, bekommt man einen Punkt. Wenn nicht, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer nach 13 Ländern vorne liegt, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand wird immer um ein Land verlängert. Noch ein kleiner Hinweis, die Länderumrisse bauen sich erst nach und nach auf. Alles klar? Ja. Das wird einfach. Sagst du. Die setzt mich überhaupt nicht unter Druck. Dann mal los. Was könnte das wohl sein? Das ist Italien noch, Mann. So lange gebraucht, ich schäme mich richtig. Richtig ist? Italien. Die Antwort stimmt. Sehr gut. Weiter mit Frage Nummer 2. Ihr seht nur die aussagekräftigen Umrisse, nicht jede Insel oder Kolonie. Probier's einfach. Ist wahrscheinlich falsch, ne? Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an.
Mongolei. Tut mir leid, Team Rot. 1-1. Das kann ich. Weiter mit Frage Nummer 3. Er weiß es. Nee, ne? Die gültige Antwort lautet wie folgt. Kongo. Richtig. Punkt für Team Blau. Gibt doch bei allem eine Taktik. Hier kommt Frage Nummer 4. Was könnte das wohl sein? Nicht zu früh drücken, sonst kriegt vielleicht der Gegner den Punkt. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist es falsch. Äthiopien. 1A, das ist richtig, Team Blau. Verflucht! Und weiter mit Frage Nummer 5. Muss raten. Nee, das ist falsch. Ich bin da echt gewaltig schlecht. In diesem Fall wäre dies hier richtig. Luxemburg. Doch! Gut gemacht. Stimmt. Ein Punkt für Team Rot. Puh, geschafft. Sehen wir uns die 6. Frage mal an. Wir probieren es einfach. Das könnte sein. Oder ist es Bolivien? Tatsächlich, ich weiß es nicht. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Bolivien. 1A, das ist richtig, Tiro. Ich dachte, das wär's jetzt. Kommen wir zur 7. Frage. Was irgendwas Afrikanisches. Oder ist es Nepal? In diesem Fall wäre dies hier richtig. Jordanien. Tut mir leid, Team Rot. Ach, schade. Er ist jetzt eins vorm Sieg. Ich hab jetzt richtig Bock. Und Frage Nummer 8. Ich hätte mir das nicht annähernd so schwer vorgestellt. Ja, wir raten Litauen. Die richtige Antwort lautet. Kann es das sein? Nee, Paraguay. Das ist sein Sieg. Wir haben ihm den Sieg geschenkt. Gibt's doch nicht. Jetzt heißt es erstmal wieder Luft holen nach der ganzen Aufregung.
Spiel 5, Lattelschießen Countdown. Ihr werft abwechselnd mit Eisstöcken auf 12 Punktetafeln am Ende der Eisbahn. Diese müssen mit dem Griff des Eisstocks umgeklappt werden. Ähnlich wie beim Dart geben wir euch eine Punktzahl vor, welche dann runtergespielt werden muss. Wir probieren es gleich. Das verspricht Spannung. Lattelschießen Countdown. Das Prinzip des Spiels solltet ihr vom Eisstockschießen oder Curling kennen. Ihr müsst mit den Griffen eurer Eisstöcke Punktetafeln umklappen. In dieser Variante geht es allerdings nicht darum, die höchste Punktzahl zu erreichen, ganz im Gegenteil. Ihr fangt mit einer von uns bestimmten Punktzahl an und zieht die Punkte, die ihr erspielt, davon ab, bis ihr bei 0 seid. Wenn ihr über die 0 hinausschießt, fallt ihr auf die vorherige Punktzahl zurück. Wer als erstes auf die 0 kommt, gewinnt die Runde. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, dass das recht knifflig werden kann. Glaube ich auch. Erfolg. Bei diesem Spiel gewinne ich bestimmt. Das Spiel ist interessant. Selbstbewusstsein. So, 2-1 und wir müssen natürlich nochmal ran. Das ist die 12, sehr schön. Getroffen, die Zahl klappt um. Wir werden es wieder beschleunigen. Was hättet ihr? Eine 4. Super. Und ich darf jetzt wieder ran. Kann die 6 umklappen? Getroffen. Die Zahl klappt um. Super. Ja, und wiederum sind wir dann. 12 brauche ich. Wie machen wir das am besten? Die 3. Super, der Schwung reicht um. Und jetzt brauche ich eine 9. Trifft nix. Mal gucken, ob wir die 9 treffen. Und die treffen wir? Getroffen. Die Zahl klappt um. Perfekt. Somit ist das Spiel beendet. Das hat mich unglaublich viel Nerven gekostet, aber es hat uns geholfen. Es steht 9-6. Wir machen gleich weiter mit Spiel Nummer 6. Ich hoffe, das geht nicht so lang. Blamieren oder kassieren? Elton liest Fragen zum Allgemeinwissen vor. Buzzere, sobald du die Antwort erahnst. Wird die Frage richtig beantwortet, gibt es dafür einen Punkt. Wenn die Frage falsch beantwortet wird, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer nach 13 Fragen die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach dem Buzzern habt ihr 10 Sekunden Zeit, die Antwort auszuwählen. Blamieren oder kassieren? In diesem Spiel stelle ich euch mehr oder weniger aktuelle Fragen, die sich eigentlich leicht beantworten lassen. Wenn ihr die Antwort wisst, drückt ihr ganz schnell auf den Buzzer. Ist die Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Wenn nicht, geht der Punkt an den Gegner. Wer nach 13 Fragen die meisten richtigen Antworten hat, gewinnt das Spiel. Eigentlich ganz simpel. Bei diesem Spiel gewinne ich bestimmt. Na, geht's los? Bist du immer so sicher? Hier kommt die erste Frage. Welches Kraut ist ein Hauptbestandteil von Pesto nach dem Grundrezept? Das weiß ich. Das ist Basilikum, müsste das sein. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Basilikum. Stimmt. Richtig, bei Team Rot klingelt die Kasse. Wir müssen 7 Fragen richtig haben, dann haben wir gewonnen. Weiter mit Frage Nummer 2. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Amigurumi? Das klingt ein bisschen japanisch. Weiß das? Na, das klingt gut. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Japanische Häkelkunst.
Richtig, bei Team Blau klingelt die Kasse. Oh, das gibt's doch nicht. Ja klar gibt's das. Frage Nummer 3. Woraus wird Sake gebraut? Reis. Das müsste stimmen. Ist das ein Dann Reiswein, Reisschnaps? Reis. Das ist sehr richtig. Gut. Team Rot kassiert den Punkt. 2-1 für uns. Ich dachte, das wär's jetzt. Was? Was auch? Frage Nummer 4. Wie hieß das Wesen Gollum aus Herr der Ringe vor seiner Verwandlung? Die richtige Antwort wäre Smeargol. Richtig. Ja, keine als alter Herr der Ringe-Fan. Oh Mann, oh. Und weiter mit Frage Nummer 5. Woran lehnt sich der Name des Cocktails B-52 an? An das Flugzeug. Jawohl. Die Spannung steigt. Die richtige Brauchen wir Antwort nur noch drei richtige? Flugzeug. Richtig. Bei Team Rot klingelt die Kasse. Sehr gut. Sehen wir uns die sechste Frage mal an. Durch welches Bauwerk wurde Ferdinand de Lesseps bekannt? Ja, das kommt mir so bekannt vor. US-Kanal nimmt Ihr wollt der. Sicher die richtige Antwort hören. Suezkanal. Da stimmt. Keine Blamage für Team Bau. Gut. Gibt doch bei allem eine Taktik. Frage Nummer 7. Wie lautete der richtige Name des Schwertwals aus dem Film Free Willy? Probier's einfach. Ich weiß es nicht. Sag einfach Akira. Schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Wahrscheinlich eh nicht. Kaiko. Kaiko, okay. 3-4, es wird noch spannend. So schwer war das ja gar nicht. Hier ist die achte Frage. Welcher Comic-Autor ist bis zu seinem Tod in allen Marvel-Filmen aufgetreten? Ich glaube, Stan war's. Weiß sich nicht hundertprozentig. In diesem Fall wäre dies hier richtig. Stan Lee. Richtig. Dann brauchen wir nur noch zwei richtige Antworten. Oder er macht was falsch. Je nachdem. Das war sensationell gut. Obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Frage Nummer 9. Wo entspringt der Main? Weiß das? Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Ja, bitte. Fichtelgebirge. Da stimmt. Keine Blamage für Team Blau. So ein blödes Spiel. Frage Nummer 10. Durch welche Erfindung wurde John Pemberton bekannt? John Pemberton sagt mir nichts. Und die korrekte Antwort ist Coca-Cola. Team Blau blamiert sich. Er wusste es nicht, sehr gut. Ich hatte ja keine Ahnung. Somit kann er eigentlich nicht mehr gewinnen. Frage Nummer 11. Mit welcher Währung zahlt man in Monaco? Ah, mit Euro meine ich. Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist Euro. Perfekt. Keine Blamage für Team Rot. Yeah! Und somit haben wir das Spiel blamieren oder kassieren und gewonnen. Bim, 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 bim. Das sechste Spiel wurde gemeistert. Und es steht jetzt 15-6. Wir ziehen ein bisschen davon. Das ist gut. Und kommen zu Spiel Nummer 7, Wurf Reversi. Jeder hat 10 Säckchen pro Durchgang und ihr werft diese abwechselnd auf eine 6x6 Felder große Spielfläche. Zu Beginn sind alle Felder weiß markiert. Landet ein Säckchen auf dieser Fläche, so nimmt es die Farbe des jeweiligen Spielers an. Wurde ein Feld bereits eingefärbt, so kann es nur übernommen werden, indem zwei umliegende Felder darüber und darunter
links und rechts oder diagonal mit der jeweils anderen Farbe eingefärbt werden. Dann wird auch das dazwischen liegende Feld mit umgefärbt. Der Spieler, der nach insgesamt 20 Würfen mehr Felder in seiner Farbe hat, gewinnt die Runde. Wer als erstes drei Runden gewinnen konnte, gewinnt das Spiel. Wurfreversi kennt ihr vielleicht als Brettspiel. Aber wir haben uns eine Variante ausgedacht, bei der man Säckchen auf eine 6x6 Felder große Spielfläche werfen muss. Ihr habt jeweils 10 Würfe pro Durchgang, und zwar abwechselnd. Jedes Feld, das ihr trefft, nimmt eure Farbe an. Und wenn ihr es sogar schafft, ein oder mehrere Felder des Gegners in die Zange zu nehmen, werden auch diese Felder in eurer Farbe angezeigt. Wenn ihr ein Feld des Gegners direkt trefft, gilt das jedoch als Fehlwurf. Das gilt auch für Würfe, bei denen das Säckchen nicht richtig auf dem Feld landet. Wer am Ende die meisten Felder besetzt hat, gewinnt die Runde. Mit zwei erfolgreichen Durchgängen gewinnt ihr das Spiel. Also, die Felder des Gegners umzingeln und stehlen, dann gewinnt ihr das Spiel. Viel Spaß! Ich stehe in den Startlöchern. Let's go! Versucht, strategisch wichtige Felder vor dem Gegner zu besetzen. Mach ein bisschen in die Mitte. Das Feld nimmt die Farbe von Team Rot an. Michael ist dran. Ein schlechter Wurf. Ein sauberer Treffer von Team Blau. Gut. Das ist ein Treffer für Team Rot. Trifft auch. Das Säckchen von Team Blau landet sicher auf dem Feld. Ein sauberer Treffer von Team Rot. Oh, schöner Wurf. Das Säckchen trifft. Team Blau kann sich dieses Feld sichern. Das war auch gut. Das Säckchen trifft. Team Rot kann sich dieses Feld sichern. Die Hälfte wäre geschafft. Was trifft er? Auch nicht das schlecht. Säckchen trifft. Wir machen es jetzt die ein bisschen Blau kann kürzer. Sich dieses Feld sichern. Auch gut. Das jetzt brauchen wir nur noch zwei. Landet sicher auf dem Feld. Die Hälfte der Würfe haben wir gemacht. Ah, jetzt versucht er zu blockieren. Wahrscheinlich zu weit, ja. Das Säckchen liegt nicht im Feld. Der Wurf zählt leider nicht. Ach, da war ich schon. Team Rot verfehlt das Feld und verschafft dem Gegner damit einen Vorteil. Jetzt wird hier wieder gelacht. Ah, er kommt auch nah dran. Das Säckchen trifft. Team Blau kann sich dieses Feld sichern. Sollte jetzt mal treffen. Den haben wir auch schon. Team Rot kann mit diesem Fehlwurf kein Feld. Ein bisschen Feld schwächer sein. Was macht er jetzt? Team Blau trifft ein gegnerisches Feld und verschenkt damit diesen Wurf. Dankeschön. Der ist gut, der ist gut. Nee, auch zu weit. Was für ein Fauxpas. Ein sauberer Treffer von Team Blau.
Ey, kann ich bitte was anderes treffen? Rot verfehlt das Feld und verschafft dem Gegner. Schieß drüber. Was nützt die beste Taktik, wenn man nicht trifft? Probieren es doch mal. Schon wieder schlecht. Den Wurf im Rot. Noch ein Feld. Ich glaube, ich muss gar nicht parallel sein. Habe ich immer falsch gemacht. Team Rot kann diese Runde leider nicht für sich entscheiden. Du musst einfach möglichst viele Felder haben. Ah, das gewinnen wir noch. Wir spulen auch das ein bisschen vor, damit es ein bisschen beschleunigt wird. Das ist ein sehr langwieriges Spiel. Und das nächste Feld gehört auch uns hier. Macht er, trifft auf das gleiche Feld. Nicht so gut für ihn. Und wieder ein Feld erobert. Er hat auch ein zweites Feld. Wir haben aber schon drei. Und das vierte folgt. Das Säckchen Rot kann sich. Team Blau trifft ein gegnerisches Feld und verschenkt damit die. Dankeschön. Gut. Das Säckchen von Team Rot landet sicher. Jetzt sieht es aber sehr gut aus. Wir sind beim 10. Wurf. Es kann also noch einiges passieren. Wir gehen ein bisschen nach links. War auch noch nicht. Team Rot. Treffer. Team Rot. Das Feld nimmt die Farbe von Team Blau an. Er kann ein bisschen was machen. Also Team Blau, nicht Team Rot. Gut. Das ist ein 14. Wurf. Ein sauberer Treffer von Team Blau. Ein bisschen nach rechts. Haben wir ihn jetzt? Nee, den haben wir schon. Das war eigentlich gar nicht so gut. Wir haben 9 Felder. Das sollte doch reichen. Gut. Das Säckchen trifft. Sind schon 10. Team Blau trifft ein gegnerisches Feld und verschenkt damit den Wurf. Den haben wir schon. Macht aber nichts. Das Säckchen landet auf einem Feld. Und das ist das 1:1. Geschicklichkeit. Die Runde geht an Team Rot. So, direkt was gesichert. Ein Treffer. Er trifft auch was. Wir gönnen es ihm natürlich. Von Team Blau an. Noch ein Feld. Ein Sau. Rot. Wenn ihr ein gegnerisches Feld trefft, gilt das ist nicht so gut Wurf für ihn. Team Blau. Sehr schön. Das Säckchen kann sich. Wir haben 3, es steht 3:1. Das Feld leuchtet nicht auf, weil das Säckchen ist hängen geblieben. Schlecht für ihn. Für uns gut. Wir Team haben 4, es steht 4:1. Ein neues. Das und 4:2. Schön gemacht. Gut. Das ist das sind schon 5. Das ist ein Fehlwurf von Team Blau. Heißt, dass der noch drauf landet? Hätte auch schief gehen können. Es steht 6:2 nach 12 Würfen. 6:3. Team Blau kann Feld sicher. Das ist ein bisschen zu weit, glaube ich. Ja,
Den haben wir verschenkt. Kein. Er macht noch eins. Hier, jetzt müssen wir aufpassen. Sollte aber. Nee. 6 zu 4. Trifft aber auch nichts, zum Glück. Gilt das als Fehlwurf, Team Blau? Er ist drauf, sehr gut. Ein sauberer Treffer. Team Blau erobert mit diesem Wurf. Nee, das bringt uns nichts. Team Rot trifft ein. Und 7 zu 5. Er macht keinen mehr. Es ist also 2 zu 1 für uns. Und jetzt können wir gewinnen. Jetzt bin ich confident. Er macht auch ein Feld. Sicher auf dem Feld. Zweites Feld für mich. Auf den. Was er trifft die nix. Und das nächste Feld 3 zu 1. Was macht mein Freund hier? Das trifft auch eines. 3 zu 2. Auf dem Feld. Ist vielleicht zu weit. Ja, schade, schade. Jetzt wird es doch nochmal spannend. Trifft aber diesmal nicht. Das Säckchen auf der Grenze liegt. Das ist ein Fehlwurf. Gut. 4 zu 2. Er ist wieder dran. Macht aber keinen Punkt. Der Wurf zählt leider nicht. Und was ist das? Jawohl. Wir haben eins von ihm übernommen. Es steht 6 zu 1. Kann aber hier noch eins machen. Wieder ein Feld für uns, welches wir beanspruchen. Das ist ein Treffer. Sehr gut. 14. Wurf. Er macht nochmal zwei Felder. Von Team Blau. 6 zu 4. Gar nicht schlechter Typ. Oh, den hatten wir schon. Das war nicht gut. Was trifft er? Auch nichts. Hatten wir jetzt wirklich Glück. Wir treffen hier was. Das ist ein 7 zu 4. Das Säckchen landet. Nix. Der Wurf zählt nicht, Team Blau. Oh, der geht drüber, leider. Da war ich zu voreilig. 7 zu 4. Scheitert. Was nützt die beste Taktik, wenn man nicht trifft? Das bedeutet wahrscheinlich der Sieg für uns. Da stimmt ein Taktik und Geschicklichkeit. Und das war's leider schon. Die Runde geht an Team Rot. Nochmal 7 Punkte auf unseren Punktestand kommen dazu hier. Das sind 22 Punkte zu 6 Punkten. Sehr schön. Und wir kommen zu Spiel Nummer 8. Ihr bekommt eine Rechenaufgabe gezeigt und müsst sie so schnell wie möglich im Kopf lösen. Wer meint, die richtige Antwort ausgerechnet zu haben, drückt schnell den Buzzer und gibt seine Antwort ein. Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt, ansonsten du. Bekommt gleich eine Rechenaufgabe. Eure Antwort tragt ihr bitte in das Zahlenfeld ein. Sobald ihr sie mit OK bestätigt, ist sie für den anderen gesperrt. Ist eure Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Ist sie falsch, geht der Punkt an euren Gegner. Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und zur Erinnerung, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Alles klar? La Pustri, Klammer, jetzt Punkt, Strich. Jetzt kann's losgehen. Jo. Geht's los? Der freut sich schon. Na dann mal auch wenn er hinten 44 ist. Minus 30. Das ist 14. Korrekt. Und die korrekte Antwort ist? Sollte ein schnelles Spiel werden. Das ist korrekt. Ein Punkt. Sehr schön. So ein Mist. Weit
weiter mit Frage Nummer 2. 6 plus 9 durch 9. Ob das richtig ist? Hier ist die Auflösung. 9. Sehr schön. Der Mathelehrer von Team Rot ist richtig stolz. Gibt's doch nicht. Ja, da musst du schneller sein, Bursche. 22 plus 43. 65. Die richtige Antwort wäre 65. Das ist korrekt. Sehr, sehr schön. Für Team Rot. So schwer war das ja gar nicht. Nee, finde ich auch nicht. Hier kommt Frage Nummer 4. 47 minus 36 durch 4. Müsste 38 sein. Korrekt ist 38. Sehr gut. Der Michael hat ein bisschen Slow Brain. Mein lieber Slow Food. Und weiter mit Frage Nummer 5. Weiter geht's. 12 mal 21 durch 7. 36. Richtig ist 36. Das ist das korrekte Ergebnis. Punkt für Team Rot. So ein blödes Spiel. Das hat dir gar nicht gefallen, mein Lieber, ne? Dieses Spiel haben unsere Stars schon hinter sich gebracht. Epic. So, 8 Punkte kommen dazu. Es steht 30 zu 6. Und wir gehen auf Spiel 9 zugleich. Cornhole. Vor euch ist ein Podest mit einem Loch. Dieses Hindernis ist leicht abschüssig und ihr werft mit kleinen gefüllten Säckchen abwechselnd auf das Brett. Jeder hat 4 Würfe pro Durchgang. Fällt ein Säckchen in das Loch, so gibt es 3 Punkte. Liegt ein Säckchen am Ende des Durchgangs noch auf dem Podest, so gibt es hier 1 Punkt. Fällt das Säckchen während des Durchgangs runter, dann zählt es nicht. Wer am Ende des Durchgangs mehr Punkte hat, der gewinnt diesen. Bei Gleichstand bekommt niemand 1 Punkt. Wer als erster 3 Durchgänge gewinnt, gewinnt das Spiel. Gucken wir gleich. Sehr viele Geschicklichkeitsspiele. In diesem Schlag den Star-Part. Bei diesem Spiel bekommt jeder von euch pro Durchgang 4 farbige Säckchen. Wer das Loch trifft, bekommt 3 Punkte. Alle Säckchen, die am Ende der Runde auf dem Podest liegen, zählen in 1 Punkt. Am Ende der Runde zählen wir durch. Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand bekommt ihr beide keinen Punkt. Wer als erstes 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Wollen wir anfangen? Ich bin mega aufgeregt. Na dann fangen wir mal an. Bei diesem Spiel gewinne ich bestimmt. Schön mittig. Bisschen zu weit, glaube ich. Was? Voller Auftakt für direkt reingegangen. Wow. Aber so smooth, ne? Ich glaube, den ersten Durchgang gewinne ich. Daneben. Profis würden versuchen, das Loch für den Gegner zu blockieren. Team Blau versucht erstmal nur zu treffen. Schon wieder drin. Schon in der ersten Runde das Loch getroffen. 6 Punkte. Das ist gut für das Selbstbewusstsein von Team Rot. Trifft wieder nicht. Team Blau versucht noch, ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Ja, der landet nur auf der Plattform. Team Rot scheint schon ein gutes Gefühl für das Spiel zu haben. Dankeschön. Wo schießt er hin? Der trifft nicht mal auf die Plattform. Blau versucht noch, was ein ist Gefühl mit dem für los? Das Spiel zu bekommen. Nochmal rein. Boah! Der flattert 10 volle Punkte. Rot liegt sich schon in der ersten Runde mächtig ins Zeug. Und die Maria kann das.
Er darf nochmal. Es ist eigentlich überflüssig. Er kann hier nicht mehr gewinnen. Trifft wieder nicht. Team Blau versucht noch. Es ist komplett demoralisiert. Da. Machen sportlich weiter. Der geht nicht rein. Team Rot trifft die Plattform. Jetzt muss das Säckchen nur noch liegen bleiben. Kein Treffer für Team Blau. Mal sehen, ob sich die Gegenseite besser schlägt. Mittig. Ein bisschen zu hart, glaube ich. Ja, geht hinten runter. Nicht sehr gut. Nach dem, was ich in der ersten Runde vorgelegt hatte, ist das eigentlich eine schlechte Performance. Aber wir dürfen ja noch zweimal. Dürfte nicht vergessen. Der ist zu weit. Kein Treffer für Team Blau. Mal sehen, ob sich die Team Blau versagt. Und? Der geht rein. Mit diesem was für ein Wurf. Bisschen Glück dabei, aber braucht man auch im Leben. Leider daneben. Das Säckchen landet auf dem Studioboden. Zu weit links. Macht nix. Landet auf der Plattform. Treffer und ein potenzieller Punkt für Team Rot. Jetzt darf er nochmal. Leider daneben. Das Säckchen landet auf dem Studioboden. So, Runde 3. Wie wird hier losgelegt? Direkt mit einem Volltreffer. Danke, 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 Leute. Er trifft auch? Nee. Kein Treffer für Team Blau. Das ist so, da tut mir leid. Die Gegenseite besser schlägt. Der ist wieder drin. Nein! Team Rot trifft. Okay, das vier Punkte. Einen Punkt geben. Darf er wieder? Viel Geschicklichkeit, wenig Ratespaß. Leider, ich mag ja lieber diese Ratespiele, aber Team Blau nicht weiter. Für das gibt es ja auch noch meine Quizzes. Vielleicht auf der Plattform. Bleibt hängen, sehr schön. Rot, 5 Punkte. Jetzt muss das Säckchen nur noch liegen. Jetzt müsste er eigentlich 2 Volltreffer landen, damit er hier noch diese Runde gewinnt. Und das sieht nicht danach aus, ganz ehrlich. Trifft hier nicht mal die Kein Plattform. Treffer für Team Blau. Mal sehen, ob sich die Gegenseite besser schlägt. Ja. Das, darauf kannst du wetten. Bleibe auf der Plattform. Es sind 6 Punkte insgesamt. Jetzt er kann es nicht mehr aufholen. Spiel wird an uns gehen. Aber ich wünsche ihm noch einen Plattformtreffer. Nee. Das Säckchen verfehlt die Plattform. Er hat auch viel Pech. Er hat auch nicht daraus gelernt, ehrlich gesagt. So, jetzt heißt es erstmal wieder Luft holen nach der ganzen Aufregung. Ja. Cornhole ging an uns. Und das war Spiel Nummer 9. 39 Punkte. Das heißt, wir machen direkt mit dem nächsten Spiel weiter. Das ist Spiel 10. Länderkunde. Oh, das kann schwer werden. Ihr bekommt nach und nach Fakten genannt, welche auf ein bestimmtes Land zutreffen. Die Fakten werden zunehmend klarer und einfacher. Wer meint, das gesuchte Land zu kennen, drückt den Buzzer und gibt seine Antwort. Für jede korrekte Antwort gibt es einen Punkt. Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach dem Buzzern habt ihr 10 Sekunden Zeit, die Antwort auszuwählen.
diesem Spiel suchen wir ein Land. Ihr bekommt nach und nach Fakten, die auf das gesuchte Land zutreffen. Wer drückt, muss innerhalb von 5 Sekunden antworten. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Wenn nicht, geht der Punkt an den Gegner. Wer als erstes 5 Punkte zusammen hat, gewinnt das Spiel. Soweit alles klar? Das Spiel sieht schwer aus. Nö. Jetzt kann's losgehen. Das schaffst du. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Der älteste Fußballverein des Landes wurde 1872 gegründet. Radsport liegt aber in der Gunst des Volks weit vorn. Radsport, Frankreich? Viele Fußballvereine spielten darum im Innenraum von Radrennbahnen. Keine Ahnung. Ein Verein eines Nachbarstaats spielt erfolgreich in der ersten Liga mit. Ich hab keine Ahnung. Werde jetzt dann raten. Die Fußballnationalmannschaft zählt zu den erfolgreichsten der Welt. Ich drück jetzt, glaube ich. Ja. Das Niederlande. Richtig ist? Frankreich. Okay, falsch. So muss er wieder gewinnen, ne? Die Hauptstadt hat etwa 3,2 Millionen Einwohner. Das Land besitzt 2 große Metropolen. Ach. Die Bürger lebten einst in einer Diktatur. Das ist ein kleines Land, glaube ich. Und litten unter Attentaten einer Unabhängigkeitsbewegung. Das Land brachte einen der berühmtesten Maler und Bildhauer der Welt hervor. Ich hab keine Ahnung. Und den führenden Vertreter des Kubismus. Italien. Sein Name lautet Jean Miró. Es ist Portugal. Dann lösen wir mal auf. Spanien. Nein! Das haben wir leider nicht gesucht. Punkt für die Gegenseite. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. So, konzentriert euch. Das ist ein richtig schweres Spiel. In der 10 größten Stadt leben immer noch mehr als 10 Millionen. Großes Land. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 2016 15,5 Billionen Dollar. Es ist die Wiege der Computerindustrie. Das muss die USA sein. Es gibt reiche Erdgasvorkommen. Und die korrekte Antwort ist... Was sonst? USA. Richtig. Das ist das gesuchte Land. Punkt für Team Rot. 1-2. Bisschen hier Ach, vorwärts gemacht. Dann fangen wir mal an. Es handelt sich um den zweitkleinsten Staat der Erde. Liechtenstein? ...2020 hieß der Regierungschef Serge Tell. Monaco. Bin mir ziemlich sicher. Und die korrekte Antwort ist... Monaco. Perfekt, ich hol auf. Puh, geschafft. So Leute, lasst uns beginnen. Die Sprache gehört zur indogermanischen Sprachfamilie. Sehe fast jede. Es gibt 570 Millionen Muttersprachen. Englisch. Diese leben auf der gesamten Welt verteilt. Nee, das... Ich glaube, es ist Spanisch. Englisch müssen mehr... Ich weiß nicht.
Muttersprachler leben nicht nur im Hoheitsgebiet des Ursprungs. Probier es einfach. Wenn Spanien da ist, nehme ich Spanien. Ja. Richtig ist Spanien. Perfekt. Erkunde wohl das Ding von Team Rot. So macht das Spaß. Finde ich auch. Achtung, jetzt geht's los. Das Wappen symbolisiert einen Schild mit Lorbeerblättern. Der Staat besteht aus 33 Inseln. Aha. Also die Philippinen haben 7000. Der Name bedeutet in der Amtssprache die zwei Meere. Weiß ich zufällig, es müsste Bahrain sein. Die richtige Antwort lautet Bahrain. Das ist richtig. Timo kennt sich in der Welt aus. So, jetzt habe ich aber schön aufgeholt. Was? Hoffentlich kann ich das auch noch nach Hause bringen, die Achtung, Punkte hier. Jetzt geht's los. Das Land hat eine reiche Literaturgeschichte. Deutschland. England. Ein Regierungsoberhaupt bekam den Literaturnobelpreis. Das Land hat eine große Filmindustrie. Die USA. Wieder. Nee. Dort wurden einige große Filmreihen und Serien gedreht. Wir warten. Eine weltbekannte Serienfigur ist ein Außerirdischer. Das muss... Der sich Doktor nennt. J.R.R. Tolkien erdachte hier seine fantastischen Welten. Wahrscheinlich Großbritannien, aber ich Dann muss... Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Großbritannien. Ja. Ach, Mann, schade. Das ist leider falsch. Fakten und Land passen nicht zusammen. Yeah! Dann wollen wir mal beginnen. Das Land hat mehr als 63 Millionen Einwohner. Das sagt mir gar nichts. Das Land hat keinen Nationalfeiertag. Standbeine sind unter anderem chemische und pharmazeutische Industrie. Das muss wieder Großengland sein. Was denn sonst? Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Wenn das nicht stimmt. Großbritannien. Richtig, danke schön. Punkt für Team Rot. Zweimal die richtige Antwort, die gleiche. Nice. Fantastisches Spiel dieses Mal. Das war echt close. Das war die 10. Runde. Das 10. Spiel und wir haben 49 Punkte. Wir gehen über zu Spiel Nummer 11. Schnappen? Was ist das? Auf einem Tisch sind 5 Holzstäbe in unterschiedlichen Formen und Farben. In der Mitte des Tisches werden 2 Formen und 2 Farben eingeblendet. Ihr müsst den Holzstab schnappen, welcher weder die Form noch die Farbe von den Eingeblendeten hat. Wer dies schafft, bekommt einen Punkt. Schnappt ihr einen falschen Stab, so bekommt der Gegner einen Punkt. Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Dieses Spiel nennt sich Schnappen. Vor euch seht ihr 5 Holzstäbe in unterschiedlichen Farben und Formen. In dem Fenster tauchen gleich 2 Symbole auf, zum Beispiel ein blaues Viereck und ein roter Kreis. Ihr müsst euch den Stab schnappen, auf den keine dieser Eigenschaften zutrifft. Er darf also nicht blau sein, nicht rot, kein Viereck und auch kein Kreis. In dem Fall würde nur das orangene Dreieck übrig bleiben. Wer sich als erstes den richtigen Stab schnappt, bekommt einen Punkt. Wenn ihr den falschen in die Hand nehmt, bekommt der Gegner einen Punkt. Bei einem Doppelfehler, wenn ihr also beide nach dem falschen Stab greift, bekommt keiner einen Punkt. Wer als erster 7 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay? Ich stehe in den Startlöchern. Sieht kompliziert aus. Komm.
Okay, wir müssen gucken, was hier nicht passt. Das ist der Kreis. 1:0. Hier passt nicht das hier. 2:0. Es könnte schnell vorüber sein. Hier passt nicht das hier. Nee, das war für ihn ein Punkt. Wieder? Hä? Jetzt aber. War falsch von ihm. Wieder falsch von ihm. Was macht er denn? Nee. Wieder falsch. Der schenkt mir das alles. So, jetzt haben wir noch einen Punkt gemacht. Der sechste Punkt. Das ist das hier. Und das ist der letzte Punkt. Das ging jetzt relativ schnell, würde ich mal sagen. Dieses Spiel war eine echte Herausforderung. Weiter geht's. Und wir schauen gleich auf den Punktestand. Wir erhalten 11 Punkte dazu. Das bringt uns auf 60. Wir sind fast am Ziel. Jetzt wird jedes Spiel ein Entscheidungsspiel sein. Also ein Matchball-Game. Spiel 12. Farbcode. Es geht darum, innerhalb von 12 Runden einen Farbcode zu finden. Dieser besteht aus 5 von 7 möglichen Farben. Nach jeder Runde wird die Farbwahl ausgewertet. Ein gelber Pin bedeutet richtige Farbe an der falschen Stelle und ein roter Pin bedeutet richtige Farbe an der richtigen Stelle. Das kenne ich schon aus 51 Worldwide Games. Ich glaube beim ersten Part von Schlag den Star ist es auch dabei. Farbcode. Bei diesem Spiel bekommt ihr 7 verschiedene Farben, aus denen ihr die von uns gesuchte 5-stellige Farbkombination erstellen müsst. Jede Farbe kommt nur einmal vor. In jeder Runde platziert ihr jeweils 5 Farben. Für die bekommt ihr dann Feedback. Ein gelber Stift bedeutet, dass die Farbe stimmt, sich aber an der falschen Stelle befindet. Ein roter Stift heißt, dass die richtige Farbe an der richtigen Stelle sitzt. Ihr erfahrt aber nicht, welche Farbe das ist. Ja, lass uns loslegen, Elton. Ihr habt insgesamt 8 Minuten Zeit. Wer die Kombination am schnellsten herausfindet, gewinnt das Spiel. Darin bin ich gut. Das werden wir ja sehen. In den Startlöchern. Okay, wir probieren einfach mal eine Kombination. Das ist gut. 2 haben wir schon am richtigen Platz. Nee, 3. Aber er hat schon alle Farben. Also 2 Farben sind komplett falsch. Heißt, dass die neuen beiden auch rein müssen. Wir machen es einfach mal so. Ich hätte mir das nicht annähernd so schwer vorgestellt. Und jetzt ist nur noch eine Farbe falsch. Hat er das schon? Das Spiel ist mir leider schon vorbei. Was? Die ganze Zeit sackt er richtig rum und dann ist er gut? Okay, Marcel, wir gönn's dir. Spiel Nummer 12 geht an dich. Es steht 60-18. Wir bekommen den nächsten Try. Und jetzt gibt's eigentlich gar nicht mehr so viele offene Punkte. Spiel Nummer 13 steht an. Wurf Tic-Tac-Toe. Ihr werft abwechselnd Säckchen auf eine 3x3 Felder große Spielfläche. Zu Beginn sind alle Felder weiß. Wer ein Feld trifft, färbt dieses in seine Spielfarbe um. Ein einmal eingefärbtes Feld kann nicht mehr umgefärbt werden. Der Spieler, welcher es schafft, 3 Felder in einer Reihe, horizontal, vertikal oder diagonal einzufärben, gewinnt den Durchgang. Schafft niemand eine Dreierreihe, so bekommt auch keiner einen Punkt. Wer als erstes 3 Durchgänge gewinnen konnte, gewinnt das Spiel. Drei gewinnt habt ihr bestimmt schon als Kinder auf Kästchenpapier gespielt und das Prinzip ist bei diesem Spiel dasselbe. Es gibt eine 3x3 Felder große Spielfläche
und ihr müsst eure Säckchen so werfen, dass sie eine senkrechte, horizontale oder diagonale Linie bilden. Der Gegner versucht das natürlich auch und dann kommt man sich schnell ins Gehege. Mhm. Ihr habt pro Durchgang abwechselnd 5 Würfe. Wer als erstes 2 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Darin bin ich gut. Sieht kompliziert aus. Wie immer muss man am Anfang erstmal ins Spiel kommen. Bisschen zu weit vielleicht. Ja, nee. Ist drauf. Ein sauberer Treffer. Wollte eigentlich die Mitte, aber macht ja nichts. Trifft auch ein Feld. Das Säckchen jetzt trifft. Probieren wir es wirklich kann in die Mitte. Dieses Feld sichern. Bisschen zu weit. Rechts. Er geht rüber. Team Rot kann mit diesem Fehlwurf kein Feld erobern. Wird man wieder ausgelacht. Hat er wieder eins? Ich muss unbedingt in die Mitte. Das sieht gut aus. Springt nochmal auf. Sehr widerwillig. Wenn ich jetzt in die Mitte treffe, dann habe ich mal zumindest einmal gewonnen. Bisschen weit links. Trifft aber auch. Das Säckchen von Team Blau landet sicher auf dem Feld. So. Vielleicht. Ja. Treffer. Sehr schön. Nimmt die Farbe von Team Rot an. Ja, habe ich jetzt nicht gewonnen, oder was? Doch, 1-0. Darf er beginnen? Team Blau erobert mit diesem Wurf ein neues Feld. Wir suchen wieder die Mitte. Die haben wir jetzt. Ein sauberer Treffer. Wir können hier auch noch diagonal das machen, weil es vertikal nicht funktioniert. Was macht ihr jetzt? Was macht er denn? Ich glaube, er blockiert. Ja, sehr schön gemacht von ihm. Muss ich rechts oben blockieren? Das wird nicht einfach. Ah, der verspringt. Team Rot kann mit diesem Fehlwurf kein Feld erobern. Könnte jetzt. Trifft's. Jetzt steht's 1-1. Säckchen trifft. Team Blau kann sich dieses Feld sichern. Versuchen wieder in die Mitte zu gehen. Das klappt. Das Säckchen trifft. Team Rot kann sich dieses Feld sichern. Geht wieder nach außen. Er macht das gar nicht schlecht. Vielleicht kann ich das oben treffen. Er ist drauf. Sehr gut. Ein Treffer für Team Rot. Und jetzt muss es nur noch einen kurzen geben. Was macht er? Kann er nochmal blockieren? Nee, wahrscheinlich nicht. Er ist auch drauf. Treffer. Aber wir können jetzt schon das 2-1 machen. Das sieht gut aus. Team Rot erobert mit diesem Wurf. Das ist das 2-1. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier gewinnen müssen. Wahrscheinlich 3. Er darf wieder beginnen. Seine Lieblingsposition hat er wieder für sich gepachtet. Ich probiere es wieder in der Mitte. Sieht gut aus. Ja, oben das macht auch nichts. Für Team Rot.
sehr spannend. Bisschen weit rechts für dich. Ah, da trifft er, aber was ihm das bringt, bin ich mir nicht sicher. Zu weit wahrscheinlich, ja. Leider, die Richtung hätte gepasst, aber die Stärke, die war zu stark. Was macht er denn jetzt? Nach links. Ja, das macht er gut. Das wird jetzt gefährlich, aber ich probiere jetzt zwei durchzuziehen. Das sieht gut aus. Sehr gut. Und jetzt muss er daneben hitten und ich treffen und dann haben wir gewonnen. Mal gucken, was er macht. Behält er die Nerven? Ah, geht rechts rüber. Ich hab's schon mal selber in der Hand jetzt. Team Blau erobert mit diesem Wurf ein neues Feld. Das ist der Millionenwurf. Das ist der Millionenwurf. Und die Richtung passt und auch die Stärke. Das Säckchen trifft. Team Rot kann sich dieses Feld sichern. Und das heißt, ich habe gewonnen. Sehr schön. Wir gleich weiter. Ja, was willst du hier noch weitermachen? Das war das 13. Spiel, eigentlich die Pechszahl. 73 zu 18, das ist uneinholbar. Und somit haben wir Schlag den Raab. Nee, Schlag den Star, das zweite Spiel gemeistert. Wir haben gewonnen. Elton bedankt sich noch. Aber leider möchte der Sender auch mal etwas anderes zeigen. Das war's also von uns. Kam, war und Sieg. Glückwunsch, Team Rot. So, sehr schöner Sieg, Leute. Ja, das war's mit diesem Let's Play von Schlag den Raab, / Schlag den Star. Ich hoffe, euch hat so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Das endgültige Spiel für heute. Glückwunsch dem Gewinner. Vielen Dank, Elton. Und das war's. Wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, lasst gerne ein Kommi, ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao.